Ja, da kommen wir doch wieder zurück hier zu, ja, wisst ihr schon hier, Feuerwehrsimulator 2010. Ja, ich habe im Internet nachgeguckt. Ja, ich musste übrigens gerade auch mein Spiel neu starten, da das dann abgestürzt ist. Wie es eigentlich nie abstürzt, ne? Und ja, ich habe gelesen, es soll angeblich wohl irgendwie direkt vor die Tür von diesem Bürokomplex dort gestellt werden. Das werden wir natürlich auch gleich mal suchen. Wir kennen natürlich auch schon die anderen Tricks jetzt, ne? Wissen wir ja alle schon, was wir zu machen haben jetzt. Komm. Die 1, die darf da schon mal hinrennen. Er funkt schon mal den Gasversorger an. Was auch noch fehlt, ist hier so die Funktion, dass sie automatisch laufen können. Dann hätte er schon mal laufen können, ich bin mich da um die anderen Sachen kümmern, aber nein, muss ja alles selbst noch nehmen. Guck mal, unser Trampler. Bum, 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 bum. Salah, einmal durch die Tür gerannt. So, und jetzt testen wir das wieder mit unserem super Wasserwerfer, der angeblich wirklich hier direkt vor die Haustür gestellt werden soll, damit alle, die rauskommen, auch abgespritzt werden. Ich hoffe, ein Schlauch reicht. Bitte, 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 bitte. Nee. Und den zweiten. Oh, Kollege, mach das Ventil auf. Ich will Wasser sehen. Öffne Ventil 1. Ah, okay, so geht das also schon mal. Dann brauche ich ja auch noch eigentlich genau den Verteiler. Heute machen wir das mal, weil irgendwann wird uns ja sonst das Wasser ausgehen. Das wollen wir auch nicht. Oh, wieder zwei Schläuche. Brauche aber sehr viele Schläuche heute dann. So, der kommt in die Hand. Nein, so nicht. So, in die Hand. Renn, renn, renn. Schaffst du es, schaffst du es, schaffst du es. Oh, er schafft es natürlich nicht. Das war voll depp. Na komm, hier, los, ab in die Hand. Ventil 1 wird geöffnet. Hier läuft auch alles, ne? Der Wasserstand müsste ja jetzt gefüllt werden eigentlich. Ne? Also er dürfte nicht mehr weggehen, zumindest so stark, oder? Tut er trotzdem noch. Brand ein, den brauchen wir nicht mehr. Ach komm. Das heißt, wir müssen den einbauen. Okay. Sagt er hier wieder, geht nicht. Was macht der, warum der hier die ganze Zeit, ey? Ist so dumm. So, jetzt würde ich übrigens auch mal aus hier. Jetzt dürfte ja hier nichts mehr so rausfließen, einfach so, ne? Nein, gut. Dann geht's zur Brandbekämpfung über. Dann stecken wir den da hier rein. Den stecken wir dann da rein. Ausfahren.
Du betrittst den Korb. Er betritt die Leiter. Und du öffnest das Ventil. So, dann haben wir jetzt wirklich jeden an der Arbeit hier. Ventil 4 öffnen. Perfekt. Er darf aber auch nicht zu nah ran, ne? Wird's gefährlich. Du hast hier auch volle Power, ne? Nee? Machen wir das jetzt nochmal. So, noch sind wir in der Brandbekämpfung, da läuft alles. Alles so langweilig eigentlich. Naja, es ist, glaube ich, so wie ich das gerade gesehen habe, nur noch eine Mission. Nur eine Mission kommt jetzt und dann sind wir durch. Ich glaube, dann haben wir hier das komplette Game durchgemacht, in 2 Stunden. Das zeigt auch, wie groß die Kampagne hier ist. So, können wir dich hier wieder runter? Mal ein bisschen näher zu mir. Perfekt rangesteuert. Und dann haben wir eigentlich alles geschafft hier in dieser Mission. Er ist noch fleißig am Löschen. Ja, genau, brennendes Objekt. Können wir Gas messen. Kannst keinen anrufen, gibt ja keine Verletzten heute. Super. Letzte Feuerchen noch. Na, wird's weniger. Man kann es nicht so ganz direkt sehen, weil die Animation hier so hervorragend ist. Und? Wie sieht's eigentlich da hinten aus? Mal gucken hier bei dem. Läufst du nicht? Ach so, falsche Taste. Okay, das nützt doch voll was eigentlich, wenn es nur gegen den Eingang spritzt. Dam-da-dam-dam-dam-dam-dam. Och, endlich. Kennt ihr dieses Gefühl, diese Erleichterung, wenn man endlich etwas durch hat? Na gut. Es ist jetzt, glaube ich, die letzte Mission. Und dann bin ich am Ende. Aber dann kann ich bei meinen Freunden angeben, ich habe Feuerwehr Simulator 2010 durchgespielt. Ich habe es in 2 Stunden durchgespielt. Macht das mal nach. Macht das mal nach, Mensch. Sag ich das. Schafft ihr niemals. Übrigens nicht wundern, wenn das in einer nicht ganz Vollbild ist. Die Videos ist, ja, habe ich gerade auch jetzt bemerkt und ich kann es jetzt nicht mehr beheben. Aber naja. Die Leitstelle meldet ein Unglück im Hafen. Ein im Hafen angelegtes Containerschiff brennt. Sofortiges Eingreifen ist geboten, um Besatzung und Fracht zu retten. Park in der grünen Zone. Ein Frachtschiff brennt. Na super. Kommen wir hier durch oder? Ach, hier macht er sofort auf, ne? Wir irgendwelche Straßenverkehrsordnung halten oder darf ich einfach durchrasen? Ach, hier nicht lang. Okay, andere Seite. Ja, kein Problem. Wir wenden doch gerne. Kommen wir hier am Wasser entlang? Oh, das Wasser ist aber auch sehr. Es ist aber Wahnsinn, wie das animiert ist, ey.
Bei dieser Mission beginnt sogar schon die Schwierigkeit eigentlich zu suchen, überhaupt wo du hin musst. Und so zu fahren hier. Es ist extra so mit den LKWs gemacht hier, ne? Damit du immer. Da kann der driften, der Wagen. Damit da. Wie bei Need for Speed hier. Damit er hier auch immer schön, ja. Ne, weiß ja schon, immer so Slalom fahren kannst. Schön um die Ecken driften kannst. Schaffe ich das nochmal jetzt? Ne, jetzt bremst er noch, schade. So, Kollegen, wir sind auch da. Brandbekämpfung und rette die Opfer. Löschboot wird geholt. Und hier wird schon mal. Ach so, nee. Hä? Wo ist denn jetzt der Schlauch hin? Ach so. Den habe ich jetzt ganz schlau da drunter gelegt. Also beziehungsweise der ist jetzt ganz schlau darunter. Geil. Ach nee, so geht's. So. Haben wir hier irgendwo einen Hydranten? Wahrscheinlich nicht. Kannst du noch mal was rufen hier? Rettungswagen. Ich schätze mal, wir haben auch Verletzte hier. Und dann mal Ventil 4 öffnen. Wasserdruck etwas höher. Du gehst hier rein. Korb besteigen. Und du. Ein fataler Fehler ist aufgetreten. Ah, wunderbar. Auf dieser Seite des Schiffs wurden gelöscht. Okay, die andere Seite ist also schon mal gelöscht per Feuerboot. Feuerboot. Eben dem Sitzen angezogen, die Sache. Super. Kommen wir da hoch? Jetzt am Feuer vorbei, geht das? Oder werden wir uns da sterben jetzt? Das geht nicht, ne? Übrigens. Also am Feuer kommt man nicht vorbei. Okay. Das heißt, es löschen. Und dann da vorbei. Dum, 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 dum. So. Brum, 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 brum. Löschen, dann vorbeigehen. Zur Brücke gehen, Personen retten und ich hoffe, dann ist die Mission beendet. Das mit den Driften funktioniert jetzt doch nicht mehr so gut. Aber dann muss er bremsen und dann. Na, schade. Nee, jetzt nicht mehr. Gerade vorhin konnte ich noch driften, das wäre schön. So. Übrigens finde ich auch ein großer Schiffe-Fan eigentlich. Ja. Ich mag also große Schiffe, mag ich. Ich bin ein großer Schiffe-Fan von großen Schiffen. So. Schläuche anschließen. Ich war auch schon mal in Hamburg manchmal, in Travemünde, ne? Warnemünde, also die Städte, wo du schon Schiffe beobachten kannst, ne? Hat mir immer super gefallen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen über mich jetzt, ne? Hier, weil das Let's Play ist ja an sich jetzt nicht so atemberaubend hier. Erzähl ich mal so ein bisschen über mich, wer bis jetzt hier überhaupt geguckt hat und wer überhaupt meine Let's Plays guckt, ne? Mit 5 Euro. Nein, Spaß, sonst guckt mir wirklich noch einer mal 5 Euro geben. Ja. Also, du machst Leiter bedienen. Du machst Leiter besteigen. Du machst Wasser besteigen. Ventil 4 öffnen. Wasserdruck. So, dann dich dahin steuern.